Hallo, heute mache ich wieder ein Unboxing und zwar diesmal eine Küchenmaschine von der Firma Kenwood. Das ist die Titanium Chief Baker XL. Fangen wir mal gleich an. Oh, das ist schon etwas kaputt hier, das Styropor. Der Food-Prozessor drin. Das ist der Rahmen von dem Rahmschläger. Der K-Haken. Alles. Hier ist der Knethaken. Das ist die Basis von dem Rahmschläger. Und das ist die Küchenmaschine. So, hier ist dann noch ein Ausschaber. Anleitung. Ja, das war alles aus dem Paket. So, kommen wir jetzt zum Auspacken der einzelnen Teile. Hier wird mit geöffnet. Spritzschutz. Hier ist auch der Schneebesen drin. Das ist die kleine Stahlschüssel. Die große Stahlschüssel kann man zur Aufbewahrung ineinander stellen, nimmt weniger Platz weg und hat den Griff an der Seite. So leicht zu handeln. So, lege ich den zur Seite. Das ist der Food-Prozessor.
Das ist meine erste Küchenmaschine. Falls ich irgendetwas falsch benenne oder die Funktion noch nicht so weiß, hab bitte etwas Verständnis. Sind die Messer drin mit einem kleinen Schutz. Anleitung. Zusätzliche Messer. Zum Scheibenschneiden, Gurken zum Beispiel. Und zwei Raspelscheiben. Das kommt hier unten so rein. Dann kann man entsprechend die Aufsätze oben drauf setzen. Ja, und dann hier entsprechend die Produkte einfügen. Wechseln geht sehr leicht und schnell. Das ist der Aufsatz für hier oben. Und hier ist auch nochmal eine Skala mit Milliliter drauf. Gut. Legen wir den. Und hier ist noch was drin. Sehr viel Zubehör. Ja, das ist der Food Processor mit 6 Scheiben und das Schnitzelwerk hier unten drin. Lege ich erstmal zur Seite.
Das ist die Basis von dem. Wird hier drauf gesetzt. Knethaken, alles sehr stabil. Vorher mal richtig sauber machen, also Styroporreste. K-Haken, auch alles massiv. Schneebesen. Sieht sehr gut aus. Hier noch drin. Das ist der Blender. Anleitung. Deckel. So, der kommt hier rein. Wird dann von unten aufgeschraubt. Kann man auch leicht reinigen so. Ja, einfach abdrehen, Spülmaschine, fertig. Thermoresistent, das heißt, kann kalte und warme Gegenstände oder Getränke, Suppen, keine Ahnung was, reinstecken. Kann dann Sachen hinzugefügt werden. Mit dem Daumen kann man den dann öffnen. So, aufgesetzt wird das hier oben. Aber wenn man es weiß, geht es ganz schnell. Der Griff muss immer nach rechts zeigen.
zum Öffnen. Einmal hier runter drücken und dann den Hebel betätigen. Dann geht es nach oben. Kann man so festsetzen. Die Schüssel nach rechts wegdrehen. Große, kleine Schüssel. Kleine Schüssel ist ohne Griffe. Hier ist noch eine Waage integriert. Das ohne eigene Batterie, also die Stromversorgung läuft nachher über das Kabel. Der Spritzschutz. Wird oben angesetzt, aber hier ist schon etwas kaputt. Also wenn ihr eine bestellt, dann schaut nach, ob alles heile ist. Irgendwie passt das nicht. Also, ja, der Karton, der sah auch schon so aus, als wenn der schon mal irgendwo geliefert wurde, also eine Retoure ist. Schließt dann ab. Hier können Sachen hinzugefügt werden. Spritzschutz ist nicht sehr stabil da dran. Aber es geht. Vorne ist auch noch eine Aufnahme. Die werden alle per Magnet gehalten. Ja, kleine Magneten drin, die dann den Deckel halten. Hier können dann zusätzliche Geräte, die man sich bestellen kann, anschließen. Alle KAX-Geräte funktionieren hier. Zurzeit ist auch eine Aktion, bis Mai geht die, glaube ich, noch, bei Amazon. Da kann man dann bei der Registrierung über Markenmehrwert ein zusätzliches Gerät gratis bekommen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel den Slow Juicer noch bestellt, über Markenmehrwert. Also insgesamt hat man dann noch 150 Euro an Zusatzgeräte, die man kostenlos dabei bekommt. Ja, das war erstmal das Unboxing. Ja, hier die Haken kann ich nochmal zeigen, wie man die einsetzt. Ja, geht also auch sehr einfach. Einfach etwas reindrücken. Und dann nach zur Seite drehen. So, einmal die Funktionsweise jetzt erklären.
Also hier kann man die Waage, also wenn man das so erkennt, kann man dann auf dem On-Schalter auf 0 setzen. Wenn man dann Waren zugibt, also Mehl zum Beispiel, kann man dann, sobald man fertig ist, danach dann wieder auf 0 stellen und die nächste Zutat hineingeben. Die Angaben können in Pfund und in Gramm eingestellt werden. Und auch 2 3/4 Pfund und 1,5 Pfund und sowas. Oder halt die Grammzahl. So, einmal mit dem Knethaken jetzt. Geht ziemlich weit auf den Boden. Also müsste eigentlich alles gut erfassen. Hier kann man die Minuten einstellen. Das ist einmal Power, einmal schnell drehen. Muss man aber festhalten, weil das doch sehr wackelig für die Maschine ist. Also kann nur aktiviert werden, der Power-Modus, wenn die Maschine auch angefasst wird. Das ist der normale Rührmodus. Kann nicht die Minuten einstellen, sondern das ist Minimum und Maximum. So geht die aus. Nehmen wir mal einen anderen. Schaumschläger oder Creamschläger oder wie der heißt. Kommt an den Seiten ran, wird also immer die Creme von der Seite wegschaben und unterheben. Schneebesen. Nähthaken.
Gleiche ist mit dem kleinen Behälter, wobei ich jetzt mal schauen wollte, wie das mit dem, der an die Wände kommt. Kommt auch gut. So, mit der Waage nochmal. Ich glaube, es gibt noch andere Kenwood-Maschinen. Da kann man direkt oben was wiegen. Mal schauen, ob das hier auch geht. Einmal auf Null stellen. Jetzt hier mal oben was drauflegen. Das geht bei dieser auch. Also man kann praktisch oben auf dem Gerät auch abwiegen. Also hier 36 Gramm. Wenn ich oben etwas drauflege, auch 36 Gramm. Also man kann die obere Teil auch zum Abwiegen benutzen. Ganz praktisch, wenn man schon was drin hat, dann legt man oben zum Beispiel eine kleine Schale drauf, schaltet wieder auf Null, kann dann dementsprechend abwiegen. Jetzt überall gleiches. Und dann Zutaten reinlegen. Das müsste eigentlich auch mit dem Mixer hier gehen. Ja. Also kann man hier auch praktisch abwiegen. Mal zeigen. Also man kann hier abwiegen, ne? Oder halt auch direkt in den oberen Behälter hinein. Ne? Wiegt also praktisch auf den Arm und in der Schüssel. Praktisch. So, wie man jetzt Kuchen backt und so weiter, wollte ich jetzt nicht groß zeigen. Einmal nur die Funktion erklären. Ich hoffe, das war soweit informativ. Ihr könnt gerne ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren. Sobald ich den Slow Juicer bekomme, wenn ich den bekomme, gehe ich mal von aus, kann ich darüber auch noch kurz was erzählen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Danke. Tschüss.